Herzlich willkommen zu einer richtig geilen Panini Foot Draft Challenge. Das Ganze wird ablaufen wie ein ganz normaler Foot Draft, nur dass ich die Spieler halt praktisch nicht im FIFA bekomme, sondern aus meinen Packs. Hier sind ja 5 Spieler drinnen, allerdings auch so ein paar Mannschaften und lauter so Zeug. Aber ich werde mir halt einfach ganz normal wie in einem Foot Draft den besten Spieler raussuchen, beziehungsweise den Spieler, der am besten in meinen Verein passt. Und dann mir hoffentlich ein geiles Team zusammenbauen und dann auf jeden Fall auch noch ein Spielchen machen. Das finde ich ist auf jeden Fall ein richtig geiles Konzept. Ich finde es einfach nur schade, dass die Panini-Päckchen dieses Jahr so viel kosten, weil 90 Cent für so ein Päckchen mit 5 Stickern ist schon echt heftig. Weil mir hat das immer richtig Spaß gemacht, die zu sammeln. Ich habe auch das 2010er und das 2014er Heft komplett voll bekommen. Deshalb ärgert mich ein bisschen, weil ich jetzt, schätze ich mal, das Heft nicht voll machen werde, weil es einfach viel zu teuer ist mit 90 Cent pro Päckchen. Ich habe mir das mal ausgerechnet, das sind knapp 130 Euro, allein schon, wenn man alle Sticker hat. Und man hatte extrem viele Doppelte auch noch, das heißt, es sind mindestens 200 Euro. Und das ist es mir eigentlich nicht wert, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, das ist ja nicht das Thema. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit unserer Kapitänauswahl. Aber davor werde ich noch kurz die Formation ändern. Dabei springen wir gleich mal hier rein. Ich drücke einfach den Stick, mache die Augen zu und werde dann alles nehmen, bis auf eine Fünferkette, weil das würde ich in einem normalen Draft auch nicht nehmen. Ich nehme es in 3, 2, 1. Stopp! Es ist 4, 3, 3, die zweite. Richtig geile Formation. Würde ich so auch spielen. Und ja, da würde ich sagen, machen wir das erste Pack auf, holen wir uns unseren Kapitän. Let's go! So, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Ich mache das Pack einfach mal auf. Während ich es aufmache, sieht man es natürlich nicht so gut. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so ultra viele Coins. Das heißt, wäre jetzt da irgendwo so ein Ronaldo drinnen oder so, könnte ich mir den vermutlich nicht kaufen. Aber wir haben als ersten Spieler gleich mal Paul Pogba drinnen. Dann noch Angel Di Maria, Nikolai Jürgensen, Nicolas Otamendi und Gabriel Marcelo, glaube ich. Oh, man sieht sie gar nicht, muss ein bisschen weiter hoch. Das ist doch gleich mal eine richtig heftige Kapitänsauswahl. Wer ist der? Gabriel Mercado, glaube ich, genau. Auf jeden Fall eine richtig heftige Kapitänsauswahl, aber da ich den roten 90er Pogba schon im Verein habe, den ich dann auch hernehmen werde, ist unsere Kapitänsauswahl, schätze ich mal, direkt klar. Paul Pogba, richtig nice. Ich gehe mal kurz wieder hier rüber und werde den gleich in den Verein packen. Oder besser gesagt, gleich ins Team packen. Ich habe ihn ja als ZDM in meiner Hauptmannschaft, wo ich ihn dann umstelle. So, erster Spieler im Draft ist drinnen. So, wir öffnen unser zweites Pack. Ich werde es allerdings nicht so machen, dass ich praktisch auf eine Position gehe und zum Beispiel auf den linken Stürmer gehe und dann, den Spieler, den ich hier bekomme, auf den linken Sturm stelle, weil das einfach ein bisschen blöd wäre. So, wir haben unser nächstes Pack mit erstmal ein paar Unbekannten, dann aber Kolarov, den ich kenne, Giroud und Mendil, den ich allerdings nicht kenne. Ich glaube, so ist es ganz gut, man erkennt die Spieler, würde ich mal behaupten, schon in der Kamera. Und wenn näher, kann ich es einfach nicht ranbringen. Aber naja. Ich werde mich hier für Kolarov entscheiden, einfach weil es der beste Spieler ist in der Auswahl. Keine Frage. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen umgebaut. Und jetzt öffnen wir auch gleich das nächste Pack. Ich glaube, dass ich so recht gut in der Kamera bin. Jo, passt. Nächste Pack geht auf. Unser dritter Spieler wird sein, ich lege sie mal hin, da sehe ich keinen Brasilianer, doch da sehe ich einen Brasilianer und eine Teammannschaft-Dings, so, sind die alle drinnen, jo, sie kann man gut sehen, glaube ich. Wir haben Ihe Iheanacho, den sieht man nämlich nicht gerade, sonst nur schlechte und Willian. Das heißt, meine Entscheidung steht schon fest. Ich werde Willian nehmen. Richtig nice. Also bis jetzt läuft es besser als erwartet. Das Team wird wahrscheinlich gar nicht mal so kacke, so wie es bis jetzt läuft. So, es geht weiter. Wir holen unseren vierten Spieler. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Vor allem, ich schätze mal, dass wir jetzt nicht so viel Glück haben und für jede Position den richtigen bekommen. Deswegen, dass die auch noch so gut zueinander passen. Ich lege sie gleich mal hin. Oder dass ich sie mir anschaue. Und da sehe ich auch schon wieder eine gute Möglichkeit,
Ihr habt sie bestimmt auch schon gesehen. Und zwar Danny Rose, den ich mir von denen Spielern auch direkt mal rauspicken werde. Auch in der Premier League Rechtsverteidiger. Passt also perfekt zu uns rein. Und ja, mir ist gerade aufgefallen, dass Danny Rose ein Linksverteidiger ist, aber naja, trotzdem besser als, keine Ahnung was, der bringt dann wenigstens Chemie für Pogba und Willian so. Also bei dem her passt das schon ganz gut. So, wir öffnen unseren fünften Spieler. Tut mir übrigens leid, wenn das ein bisschen unscharf ist hier, weil ich kriege irgendwie meine Kamera nicht schärfer hin, ich weiß auch nicht wieso. Aber ich glaube, man erkennt es trotzdem gut genug. Und da sehe ich auch schon wieder den nächsten guten Spieler für unseren Verein. Irgendwie bis jetzt passt es echt gut, vor allem auch in die Mannschaft, beziehungsweise von der Chemie her. Da werde ich mich für Ivan Perisic entscheiden. So, wir holen uns unseren sechsten Spieler ab. Mit dem nächsten Pack macht es einfach so viel Spaß, über diese Packs zu öffnen und dann einzukleben. Aber ich muss sagen, ich habe noch kein irgendwie Emblem oder so gehabt. Also, wenn die wirklich so selten sind, naja, never mind. Da ist auch schon das erste. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber sieht ganz cool aus. Samara Host City. Okay, nice. Legen wir einfach da mal noch rein. Dann Korea haben wir bekommen. Ben Youssef und Koke. Nice. Koke wird in unsere Mannschaft fliegen. Das kann ich jetzt schon sagen. Da brauche ich gar nicht lange rumtun. Jetzt hoffe ich aber auf jeden Fall mal, dass wir vielleicht einen Stürmer bekommen. Weil sonst wäre es nicht gut. Ich finde es schon gut, dass wir bis auf unseren Rechtsverteidiger alle Positionen zumindest schon mal besetzt haben. Aber ohne einen Stürmer wäre es dann auf jeden Fall belastend. Und da haben wir auch schon, habe ich schon mein erstes Duplikat, und zwar Ivan Perisic, einfach direkt nochmal. Allerdings ist auch noch Sadio Mané dabei, der dann möglicherweise, das ist jetzt die erste schwere Entscheidung. Ich gehe mal die zwei, zwischen denen ich mich entscheiden muss, tun mal in die Mitte, und zwar Kamil Glick oder Sadio Mané. Da ich sowieso noch keinen Innenverteidiger habe, werde ich einfach mal Glick nehmen, weil rechts haben wir schon Willian, und da wird Mané dann bloß im Weg umgehen. Deshalb tue ich mal Glick noch in unser Team. Wird mich wahrscheinlich einiges kosten, aber naja, hilft nichts. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich noch einen Stürmer ziehe. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch einen Stürmer, zentralen defensiven Mittelfeldspieler, einen Innenverteidiger und einen Torwart. Torwart wäre genauso wichtig wie ein Stürmer, weil ohne Torwart kann ich das Ganze auch vergessen. So, wir haben die Spanien-Mannschaft und sonst wieder ein Duplikat, und zwar Koke. Allerdings ist auch Vestergaard dabei, den ich nehmen werde. Ich weiß gar nicht, ob dieser Samedov ein Torwart ist. Ich gucke das mal kurz nach, wenn es geht. Geht das hier irgendwo? Steht das irgendwo? Ne, das muss man anscheinend wissen. Okay, belastend, aber egal. Gut, dann werde ich Vestergaard nehmen. Dann haben wir zwei Innenverteidiger schon mal voll. So, jetzt habe ich aber echt mal die Hoffnung, dass wir einen Torwart bekommen. Weil sonst wird es echt belastend. Dann kann der Gegner einfach bloß schießen, ne? Und wir sind hinten, ne? Ohne Probleme. Okay, und da ist unser erstes Wappen sogar. Kroatien-Wappen. Sieht echt cool aus. Glitzert wie immer. Dann haben wir noch Koscielny, Ndaye, Pivaric und Anthony Martial. Das ist jetzt auch eine schwere Entscheidung. Wir haben unseren linken Mittelfeldspieler und Innenverteidiger auch schon voll. Allerdings werde ich, glaube ich, Martial nehmen, einfach weil ich schätze mal, der viel besser ist als Perisic, und er außerdem noch einen fetten Link gibt zu Pogba. Gut, Martial rückt in die Mannschaft, da bekommt Perisic dann auf die Auswechselbank. Ohne Torwart wäre es auf jeden Fall echt extrem belastend, da rein zu starten. Aber kann ja auf jeden Fall noch kommen. So, wir haben gleich mal Cuadrado, Gelsen, Martins. Wir kriegen echt viele Außenspieler. Krikoviak, dann haben wir schon mal einen Mittelfeldspieler. Echi Yile, keine Ahnung, wer das ist. Und wieder so ein Host City Ding.
sehen ganz cool aus eigentlich. Gehen wir ein bisschen weiter weg, dann sollte schärfer werden. Ja. Sehen ganz cool aus. Aber hier werde ich Krikowiak nehmen. Dann haben wir unseren zentralen defensiven Mittelfeldspieler auch erledigt. Und es läuft so, wie es aussieht, wirklich auf das letzte Pack hinaus, ob wir das Glück mit einem Torwart haben oder nicht. Mal schauen. So, wir haben wieder Joel Campbell und wir bekommen tatsächlich noch einen Torwart. Das ist extrem gut. Nagamoto, Venegas und Lovren, den Liverpool-Spieler. Ja, hier werde ich mich für Joe Hart entscheiden. Gar keine Frage, einfach damit wir einen Torwart drinnen haben. Sehr gut. Und dann kommen wir somit auch schon zu unserem letzten Pack, wo wir hoffentlich jetzt noch einen Stürmer drinnen haben. Das wäre auf jeden Fall nicht gut, wenn wir jetzt ohne Stürmer starten müssten. Mal schauen. Und wir sind echt, also heute haben wir extrem viel Glück. Marcus Rashford, die England-Mannschaft, packe ich mal weg. Sebastian Larsen und Jerry Mina, der jetzt bei Barcelona spielt. Muss ich nicht lange überlegen, Marcus Rashford kommt in die Mannschaft und somit ist unser Team komplett. Richtig nice. So, wir schauen uns nochmal kurz an. Ich werde jetzt die Spieler dann gleich einkaufen. Rashford, der Nasenbär, kommt auch noch rein. Rashford, da ist er. Concept Players, Stürmer. Und dann ist unser Team fertig. 59 Chemie, ich habe, wenn ich ehrlich bin, mit weniger gerechnet. Auf jeden Fall kann man damit zufrieden sein. Ich kaufe die Spieler jetzt mal alle ein und dann sehen wir uns gleich beim Spiel. So, wir haben unser Team fertig und ich muss sagen, ich bin echt zufriedener, als ich dachte. Das ist völlig okay, das Team. 83er Bewertung und 67er Chemie. Ich würde sagen, wir suchen jetzt direkt einen Online-Gegner und schauen mal, was wir dann mit der Mannschaft so leisten können. So, wir haben das Team von unserem Gegner. Es ist ein ganz normales Premier League Team mit bisschen Bundesliga drinnen und einen komischen Innenverteidiger aus Spanien. Warum auch immer. Mané hat eine, Attributskarte. Also das wird auf jeden Fall eine harte Partie, vor allem mit meinem Westergaard und meinem Glick drin mit 56 Pace. Habe auf jeden Fall schon schnellere Verteidigungen gehabt. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Das haben wir gleich mal Martial, der hier gleich mal einen Angriff startet. Im Zusammenspiel mit Rashford, Hacke zu Hacke, okay, passt, oder auch nicht. Da sieht der Pogba, packt jetzt gleich mal ein bisschen die Skills aus, mit einem Finesse ins lange Eck und Fährmann mit einer richtig geilen Parade. Mal schauen, was uns die Ecke so bringt. Bringen sie mal hier hin, auf Martial, glaube ich, steht da, aber das Glick mit dem Salzballzieher und dem Tor. Oh mein Gott, Kamil Glick, gleich mal mit dem richtig kranken Tor und seinem Signature-Jubel, bekanntermaßen, ne? Richtig krankes Tor. Also Glick ist auf jeden Fall bereit für die WM 2018. Packt hier erstmal einen Seitfallzieher von der Ecke aus. Dafür ist er ja bekannt. Glick, der sich krass den Ball erobert, spielt auf Martial und jetzt muss es mal schnell gehen. Rashford möglicherweise im Abseits, alleine vom Tor und macht es 2:0. Richtig nice. Eiskalt, rechts unten ins Eck. Besserer Abschluss als manche Ikonen bei mir. Pogba erobert sich den Ball. Zurück auf Martial. Durch auf Rashford, der hier mal ein bisschen in die Trickkiste greift und alles stehen lässt. Koke, der es ausmachen will mit dem 3:0 und den Longshot einfach nur ins Eck haut. Und unser Gegner hier mal nach vorne, der wieder einen Finesse-Schuss probiert mit Firmino und den ist dann auch, der ist dann auch hart zu schwierig zu halten. Ne? So, jetzt haben wir wieder Marcus Rashford, der hier unten Willian sieht und Willian mit dem Volley 4:2, richtig nice gespielt. Kann natürlich auch sein. Oh, und was ein Pass von Kamil Glick, da hat der Gegner komplett geschlafen. Rashford jetzt alleine vom Tor, macht es 5:4 und schießt uns somit vielleicht zum Sieg. Jetzt haben wir ja nochmal Rashford, der sich hier auf jeden Fall mal zeigen will für England. Und Pogba, der hat ein bisschen durchskillt und jetzt einfach sein eigenes Tor noch macht. Allerdings kein Depp, einfach weil es der Gegner nicht verdient hat. Der spielt ganz normal, da brauchen wir auch nicht deppen. So, jetzt haben wir nochmal Paul Pogba am Ball, der sich wieder richtig nice hier durchsetzt und ein bisschen seine Skills auspackt. Nicht vom Ball trennen und holt den Freistoß raus. Vielleicht gibt es ja noch einen Freistoßtor zum Abschluss. Pogba darf auch direkt schießen. Und er macht sogar wirklich noch 4:8, 117. Minute mit einem absolut nice Freistoßtor.
Richtig geil. So, die Partie endet mit 9-4 für uns. War auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Mal schauen, ob der Seitfallzieher von Glick noch hier drin ist. Ne, ist er leider nicht. Aber der war ja mal richtig heftig. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Art von Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, vor allem das Team zu draften und dann zu spielen. Richtig geil. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne eine Bewertung da und zeigt es mir, ob ihr nochmal so was sehen wollt in der Art. Gut, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Viel Spaß bei der Vorbereitung auf die WM. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.